Herzlich willkommen zu dem heutigen Webinar der DACH-Referenzgruppe der International Dysphagia Diet Standardization Initiative. Diese kurze Präsentation soll Ihnen sowohl einen Überblick über das vordergründige Ziel, internationale Standards und Terminologien für Dysphagiekostformen zu entwickeln, als auch über die evidenzbasierten Prozesse bei der Erstellung der ETSI-Grundstruktur geben. Zusätzlich werden wir uns die verschiedenen ETSI-Stufen und die einfachen Testmethoden anschauen, welche gemeinsam die objektive Möglichkeit bieten, Patienten mit Dysphagie die sicherste empfohlene Kostform und Flüssigkeitsstufe zukommen zu lassen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass dieses Webinar aufgenommen und später auf dem ITSI-YouTube-Kanal verfügbar sein wird. Nach dem Webinar wird Ihnen automatisch eine Teilnahmebestätigung zugesandt. Bitte beachten Sie, dass während des gesamten Webinars Ihre Kameras und Mikrofone gemutet sind. Mein Name ist Björn Degen, ich bin Logopäde in Wien, ebenso wie mein Kollege Simon Sollereder. Silke Pirker-Neuwirth ist als Diätologin seit Jahren im Bereich des Dysphagie-Managements in Österreich tätig und Dr. Matthias Krämer ist Neurologe in Deutschland und war bereits bei der ersten Version von der ETSI-Grundstruktur beteiligt. ETSI möchte sich bei seinen Sponsoren für die fortwährende Unterstützung bedanken. ITSI ist eine Non-Profit-Organisation, die von Freiwilligen getragen wird und die Industrie hat keinen Einfluss auf die Entwicklung der Grundstruktur, die Publikationen und die zur Verfügung stehenden Materialien. Als DACH-Referenzgruppe möchten wir uns ebenfalls bei unseren nationalen Unterstützern der Diätologie Österreich, Logopädie Austria und der Deutschen Interdisziplinären Gesellschaft für Dysphagie bedanken. Ein Hinweis für unsere logopädischen Kolleginnen aus Österreich. Diese Teilnahmebestätigung, die Sie am Ende des Webinars erhalten werden, können Sie bei Logopädie Austria einreichen und es wird Ihnen für Ihr Fortbildungszertifikat ein Fortbildungspunkt angerechnet. Folgende Themen werden wir heute Abend besprechen. Nach einem kurzen Überblick bzw. einer Wiederholung zur Schluckphysiologie und Dysphagie möchten wir Ihnen einen Überblick über den Hintergrund und die Entstehungsgeschichte der ETSI-Grundstruktur geben. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Grundstruktur und der dazugehörigen Testmethoden werden wir im Verlauf ebenso erläutern und Ihnen auch zeigen, wo Sie weitere Informationen finden. Nach der Präsentation haben Sie die Möglichkeit, über die Q&A-Funktion Fragen zu stellen. Ich darf nun Simon Sollereder bitten, mit unserem ersten Thema, Schlucken und Dysphagie, zu beginnen. Auch den Kiefer und natürlich auch die Zunge. In dem Fall, wie die Flüssigkeit über den Mund Richtung Rachen auch transportiert wird und dann eben sicher vorbei in die Speiseröhre geleitet wird. Das Gleiche haben wir auch hier in einer Röntgendarstellung, also auch wieder von der gleichen linken Seite gefilmt. In dem Fall trinkt der Patient aber keine Flüssigkeit, sondern er isst, also er verarbeitet oral, er verarbeitet Speise. Sie merken eindeutig auch die komplexen Bewegungen von Kiefer, von Zunge und Zähne, wenn es zur Zerkleinerung, zur Einspeichelung von Nahrung kommt. Gerade die Verarbeitung hier hat beim Schlucken einen komplexen Prozess und eine hohe Präzisionsanforderung auch an unser motorisches System. Wenn es hier eben zu einer Störung kommt, dann sprechen wir ja von einer Schluckstörung, dann sprechen wir von einer Dysphagie. Das sehen wir hier auch in diesem Video bei einem Patienten, der etwas trinkt, Flüssigkeit zu sich nimmt und in dem Fall eben die Flüssigkeit nicht eindeutig in den oder sicher in die Speiseröhre transportiert werden kann, sondern in dem Fall eben auch die Fließgeschwindigkeit zu hoch ist und hier ein Eintritt eben in den Kehlkopf und auch unterhalb der Stimmlippen in die Lunge auch auftritt, also eine Aspiration, von der wir ja sprechen. Und hier haben wir natürlich auch schon den ersten Hinweis auf
Praxis oder auch auf gängige therapeutische Manöver, nämlich diese Reduzierung von Fließgeschwindigkeiten, die uns auch helfen im therapeutischen Management in der Behandlung von Dysphagie, auf der wir auch noch zu sprechen kommen. Auch eben bei einem Video mit Dysphagie, einem Patienten, der hier einen Bolus verarbeitet, der eine Speise verarbeitet, wo wir sehen, es kommt zu keinen Kaubewegungen, keiner Zerkleinerung des Bolus und eben zu eigentlich einem Wiederhochstoßen, einem Husten, und dieser gesamte Bolus steckt eigentlich hier in diesem Falle am Eingang des Kehlkorbs, könnte den Eingang auch verlegen. Das heißt auch hier, dieser Hinweis oder diese Herangehensweise, dass wir ja Texturen versuchen zu modifizieren, dass wir Texturen, Fließgeschwindigkeiten anpassen, um eben den Patienten möglichst lang auch eine orale Ernährung erleichtern, bei gleichzeitig hoher Sicherheit. Jetzt wissen wir aber auch eben einerseits, dass diese Anpassung von Konsistenzen, von Texturen eine gängige logopädische Praxis ist. Aber wir werden gleichzeitig auch aus der eigenen klinischen Praxis wissen, dass wir konfrontiert sind mit vielen Problemen, wenn es dazu kommt. Nämlich einerseits auch in der Testung, wie können wir nachvollziehbar, austauschbar, unabhängig vom Tester, von der Testerin diese Konsistenzen überprüfen. Wie können wir sie unabhängig auch möglichst sicher herstellen, aber wie bezeichnen wir diese Konsistenzen auch und wie können wir in der gemeinsamen Sprache auch eben Sicherheit schaffen, wenn es unterschiedliche Gruppen und eben Patientinnen gibt, die hier mit den konsistenzmodifizierten Speisen im Rahmen des Phagie-Managements konfrontiert sind. Natürlich eben kommt es gerade bei Flüssigkeiten zum Bereich von Antikung. Und hier merkt man bis jetzt vor allem, dass eben in der Terminologie und in der Beurteilung von Flüssigkeiten es vor allem um visuelle Eigenschaften ging. Wir haben hier zwei Flüssigkeiten gesehen, die unterschiedliche rheologische, das heißt unterschiedliche Eigenschaften der Fließgeschwindigkeit, des Fließverhaltens zeigen, die wir irgendwie in der Praxis alle als beide als nektarartig bezeichnen. Und wenn man sich die genauer anschaut, so merken wir aber, dass doch sehr unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf das Flussverhalten vorhanden sind. Das bedeutet, die Motivation für ITZI war hier, einerseits Testmethoden zu erstellen, um daraus eine Sicherheit für alle Patienten, für alle Patientengruppen zu erstellen, indem man eben eine gemeinsame Terminologie wählt, die alle Altersgruppen umspannt mit Patientinnen, die an Schluckstörungen leiden, alle Pflegesituationen oder Pflegestufen umfasst und auch unabhängig von dem kulturellen Hintergrund existiert. Das bedeutet, auch eben ein weltumspannendes Netzwerk hier bildet, um überall die gleichen Bezeichnungen zu verwenden. Und das letzt übergeordnete Ziel soll hier wirklich die Patientinnen-Sicherheit sein. Ein kurzer Ausflug auch in die Geschichte von ITZI. Wie hat das angefangen und welche Personen, welche Köpfe sind denn damit auch in Verbindung? Es ist ein wirklich interprofessionell oder auch interdisziplinär aufgestelltes Team, was international auch ist. Und interprofessionell insofern, dass hier nicht nur Klinikerinnen wie Logopäden, Ergotherapeutinnen, Physiotherapeuten, Personen oder Kolleginnen aus der Pflege, von ärztlicher Seite, sondern auch eben Wissenschaftler, die im Bereich der Ernährungswissenschaft arbeiten oder eben auch im Bereich der klinischen Rheologie, um hier wirklich von allen Seiten eine evidenzbasierte Grundstruktur zu entwerfen, die eben möglichst aus schluckphysiologischen Parametern aufgebaut sein soll. Was wurde in dieser Entwicklungsphase oder bei dieser Herangehensweise denn alles beachtet? Einerseits wurden eben nationale Standards sich angeschaut. Das bedeutet, man hat sich Länder vorgenommen, die natürlich schon nationale Diätstandards
etabliert haben, zum Beispiel Japan, USA, aber auch Australien. Man hat sich dann natürlich in Kontaktaufnahme auch mit Veressensvertretungen, mit Kolleginnen, mit Expertinnen aus der Praxis, aus der Wissenschaft zusammengesetzt, um hier auch Meinungen einzuholen. Und man hat sich im Rahmen von Reviews dann auch die gängige Praxis und in Bezug auch das Wissen rund um Fließverhalten, rund um klinische Aspekte gemeinsam angeschaut. Das bedeutet auch, die gesamte Herangehensweise in der Entwicklung von ITSI folgte auch eben klinischen Leitlinien und auch internationalen Standards und Abläufen, wie ja, Leitlinien auch entworfen werden sollen und können. Was wurde in diesen Reviews auch gemeinsam dann niedergeschrieben? 2013 kam es dann eben zu dieser ersten Publikation, wo man sich besonders die internationale Terminologie angeschaut hat, wo man gemerkt hat, dass international eine hohe Heterogenität besteht in der Verwendung unterschiedlicher Begrifflichkeiten, um daraus dann auch abzuleiten, eben eine Handlungsempfehlung oder eben den Grundstein für die globale Initiative für ITSI, um hier auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und natürlich wissen wir, oder natürlich eben wie erwähnt, ist gerade das Management und das Reduzieren von Fließgeschwindigkeit und hier eben die Möglichkeit auch Getränke oder Flüssigkeiten anzudicken, ein wichtiges Thema. Und in diesen Reviews, wo man sich auch dieses Management angeschaut hat, hier kam vor allem heraus, dass es schon erwiesen ist, dass das Andicken auch denjenigen hilft, die eben bei dünnen Flüssigkeiten aspirieren. Dass wir aber auch wissen, dass es etwas wie zu dick gibt, dass hier Retentionen, also Rückstände entstehen, die sich im Rachenbereich ansammeln können und auch zu einer Aspiration führen können. Und dass sich gezeigt hat, dass wir relativ wenig Studien und relativ wenig Wissen über die unterschiedlichen Fließeigenschaften, die zu diesem Fließverhalten zählen, um hier auch festlegen zu können, wo ist die wichtige Grenze für die Patientinnen, was ist gerade dick genug und wo sind wir aber vielleicht schon eben zu dick unterwegs. Und auch gezeigt hat sich auch in Bezug auf die Speisen, dass wir wissen, dass eben feste Nahrung und auch dickere Konsistenzen eben eine höhere Anstrengung, eine größere Anstrengung bei der oralen Verarbeitung benötigen und damit auch mehr Anforderung an den Schluckprozess benötigen. Und dass wir auch wieder sehr wenig eigentlich wissen über den Einfluss, die Gestaltung von texturmodifizierten Lebensmitteln im Management von Dysphagien. Matthias, ich darf hier auch an dich übergeben. Ja, vielen Dank, Simon. Wir wechseln jetzt von einer Weltmetropole in die andere, nämlich von Wien nach Mülheim an der Ruhr im Ruhrgebiet in Deutschland. Und ich sage erstmal Hallo und darf Ihnen zwei Literaturstellen, die auch wichtig für die Entwicklung von ITSI und für das Verständnis des Gedankengangs von ITSI sind, vorstellen. Oben rechts sehen Sie übrigens den Link über ITSI.org Resources, wo Sie all diese Publikationen, das ist alles Open Access, Sie können sich diese Publikationen herunterladen, ausdrucken und vollständig lesen. Die sind alle frei zugänglich. Diese Publikation hier, die in 2014 erschienen ist, frei übersetzt, der Einfluss von Lebensmitteltextur und Flüssigkeitskonsistenzmodifikationen auf Physiologie und Funktion des Schluckens, ein systematischer Review. Hier hat man in einer Suche in mehreren Datenbanken insgesamt mehr als 10.000 Artikel gescreent und hat die dann letztlich auf ca. 36 für die Frage wirklich relevante Artikel eingedampft. Hierbei wurden dann zwei Trends identifiziert. Der erste, angedickte Flüssigkeiten reduzieren das Risiko von Aspiration, Penetration, aber gleichzeitig erhöhen sie auch das Risiko für Residuen nach dem Schlucken im Pharynx. Und das zweite, es ließen sich keine spezifischen Viskositätsgrenzen oder andere quantifizierbare Parameter definieren.
innerhalb derer das Aspirationspenetrationsrisiko klinisch sicher reduziert war. Letztlich wurde aufgrund dieses Reviews die Notwendigkeit identifiziert, das Verhalten von Flüssigkeiten und Speisen unter Einbeziehung der Schluckphysiologie neu zu klassifizieren. Und damit kam man auf die nächste Publikation, die jetzt auch erscheint, nämlich Entwicklung einer internationalen Terminologie und von Definitionen für textilmodifizierte Lebensmittel und angedickte Flüssigkeiten für den Einsatz im Management von Dysphagie, also die ECI-Grundstruktur. Für diese Publikation und die dahinterstehende Arbeit hat man zunächst die geübte Praxis aus 33 Ländern abgefragt und dann unter Teilnahme von 57 Ländern in 2015 die ICI-Grundstruktur mit 8 Stufen etabliert. Diese sehen wir dann jetzt in der folgenden Folie. Und zu erwähnen ist, dass jede ICI-Stufe eine eigene Nummer hat, nämlich von 0 bis 7. Jede ICI-Stufe hat eine eigene Bezeichnung. Jede ICI-Stufe hat eine eigene Farbe, eine eigene Definition, die sie beschreibt und jeweils zu genau dieser Stufe passende Testmethoden, mit denen dann verifiziert werden kann, ob es sich um diese Struktur handelt, ja oder nein. Sie sehen jetzt auf dieser Folie sozusagen noch die alte ICI-Grundstruktur. Diese ist jetzt von einer Expertengruppe für den deutschen Sprachraum aktualisiert worden, ist aber auch international aktualisiert worden und die sehen wir jetzt dann in der nächsten Folie. Wichtig ist vielleicht nochmal zu erwähnen, es handelt sich, also was will ICI eigentlich? ICI beabsichtigt eine Standardisierung der Terminologie, der Beschreibung und der Testmethoden. Es handelt sich nicht um eine Verschreibung oder Empfehlung im engeren Sinne. Das heißt, ICI beabsichtigt nicht sozusagen vorzugeben, macht das so, verwendet jetzt in der Therapie diese Konsistenzen, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass man in China oder in Kanada oder in Deutschland die gleiche Terminologie hat, wenn man über Konsistenzen spricht, dass man die beschreiben kann und dass es objektive Testmethoden gibt, mit denen man verifizieren kann, ob es sich nun um eine bestimmte ICI-Stufe handelt oder nicht. Hier sehen wir nun die aktualisierte Grundstruktur 2.0, wie man heute so schön sagt. Und was ist daran jetzt eigentlich neu? 2 Dinge sind im Wesentlichen neu. Was die internationale Grundstruktur angeht, sehen wir in Stufe 7 eine Unterstufe, nämlich leicht zu kauen, die gab es vorher nicht. Und wir sehen, dass von der Expertengruppe für den deutschen Sprachraum zum Teil neue Bezeichnungen eingeführt wurden. Wir haben folgende Stufen. Zunächst mal haben wir die Getränke und Flüssigkeiten. Das ist die Pyramide, die auf der Basis steht und die Pyramide, die auf dem Kopf steht, auf der linken Seite oben. Das sind die Speisen. Getränke und Flüssigkeiten haben wir Stufe 0 dünnflüssig, 1 leicht dickflüssig, Stufe 2 mäßig dickflüssig, 3 stark dickflüssig und 4 extrem dickflüssig. Auf der Speisenseite haben wir stark dickflüssig, ebenso wie Stufe 3 für die Flüssigkeiten, dann Stufe 4 breiig püriert, Stufe 5 zerkleinert und durchfeuchtet, Stufe 6 weich und mundgerecht und Stufe 7 unterteilt in leicht zu kauen und dann die Normalkost. Gerne möchte ich noch hinweisen, auf der linken Seite sehen Sie hier diesen grauen, schrägen Kasten, der nennt sich transitionale Lebensmittel. Transitionale Lebensmittel sind Lebensmittel, die ihre Konsistenz verändern, wenn man entweder Flüssigkeit hinzugibt, wie dies zum Beispiel intraoral durch Speichel der Fall ist, oder wenn man die Temperatur verändert. Klassisches Beispiel wäre Speiseeis, das in dem Moment, wo man es im Mund hat, zerfließt und flüssig wird.
Transitionale Lebensmittel können den Bereich ITSI-Stufe 5 bis 7 umfassen. Hier sehen wir nun ITSI für Kinder. Da ist, wie man sieht, die Pyramide für Getränke und Flüssigkeiten und Speisen gleich. Die Bezeichnungen sind gleich, sodass man ein gemeinsames System entwickelt hat, was sowohl für Kinder als auch für Erwachsene funktioniert. Was unterschiedlich ist, sind die Partikelgrößen der Stufen 5 und 6. Die unterscheiden sich zwischen Kindern und Erwachsenen. Wir sehen jetzt in dieser Folie auf der rechten Seite zunächst, dass Kinder und Erwachsene naturgemäß einen unterschiedlichen Trachealdurchmesser haben. Das ist bei Kleinkindern bis zum Alter von etwa 20 Monaten im Bereich 4 bis 6,5 mm, bei größeren Kindern 18 bis 36 Monate ca. 7 bis 8 mm und bei Erwachsenen sind es bei Männern ca. 15 bis 27 und bei Frauen ca. 13 bis 25 mm. Nun gilt es bei den Stufen 5 und 6 vor allen Dingen, das Erstickungsrisiko dadurch zu minimieren, dass man die Lebensmittelstückchen klein genug macht, damit sie durch diese Trachea gegebenenfalls durchpassen und sie nicht verschließen. Darauf wird Silke später bei den höheren Konsistenzen noch genauer eingehen. Wann ändern wir nun diese Partikelgrößen von Kindern zu Erwachsenen? Das kann man natürlich nicht genau bestimmen. Es richtet sich nach der physischen Größe der Kinder, also zum Beispiel in der Pubertät ändert sich ja die Größe hin zum Erwachsenen, sodass man dann eben auch die Partikelgröße gegebenenfalls zur Erwachsenenpartikelgröße anpassen kann oder im Zweifel auf Empfehlung eines Arztes oder Therapeuten bei ausreichendem Trachealwachstum zur Minimierung des Erstickungsrisikos. Darum geht es ganz zentral. Nun brauchen wir für diese verschiedenen Konsistenzen und Stufen, die ich gerade in der Pyramide kurz vorgestellt habe, natürlich auch Messdaten. Was ist dickflüssig? Wie weich ist weich? Oder wie klein ist klein? Oder wie groß ist groß? Das ist naturgemäß alles sehr subjektiv und das ist ja auch eins der Ziele von ITSI, diese Subjektivität in mehr Objektivität zu überführen. Deswegen hat ITSI spezifische Messungen entwickelt, die die Notwendigkeit eines persönlichen, subjektiven Urteils minimieren. Anforderungen an diese Testmethoden sind, sie müssen auf der besten verfügbaren Evidenz basieren. Das ist wieder dieser Leitliniengedanke. Sie sollten einfach, praktisch und übertragbar für den Einsatz in allen Kulturen sein. Und sie sollten zuverlässig und auch reproduzierbar sein und die Genauigkeit der Messung nach Möglichkeit verbessern. Die erste objektive Methode, die ich dafür vorstellen möchte, ist der sogenannte ITSI-Fließtest. Dieser ITSI-Fließtest wird benutzt, um Stufen von Flüssigkeiten zu definieren. Wir sehen in der Mitte, dass wir vor dem Testen die Spritzenlänge überprüfen müssen, weil das genormt ist auf eine Skalenlänge von 0 bis 10 Milliliter, die 61,5 Millimeter misst. Nur wenn ich diese Skalenlänge von 61,5 Millimeter habe, kann ich entsprechend eine ITSI-Zuordnung durchführen, die dann eben wirklich auch vergleichbar ist. Wie mache ich das jetzt praktisch? Ich entferne zunächst aus dieser Spritze den Kolben und setze unten einen Finger an, um die Spritzenöffnung zu verschließen. Dann fülle ich nach Möglichkeit aus einer ebensolchen Spritze, damit man das genau abmessen kann, 10 Milliliter Testflüssigkeit in die Spritze ein. Danach entferne ich den Finger von der Öffnung und starte gleichzeitig die Stoppuhr. Nach 10 weiteren Sekunden verschließe ich die Spritzenöffnung wieder mit dem Finger und schaue mir an, wie viel Flüssigkeit nun in der Spritze verblieben ist. Und dann kommen wir
hier zu diesem linken Bereich, wo man dementsprechend zuordnen kann. ICI 0 würde bedeuten, es bleibt maximal 1 Milliliter in der Spritze übrig. ICI 1 wären 1 bis 4 Milliliter. ICI 2 entspricht 4 bis 8 Milliliter. Und ICI 3 würde 8 bis 10 Millilitern entsprechen. Für ICI 4 sollte man nach Möglichkeit den ICI-Gabel-Tropftest und den Löffel-Kipptest verwenden, die ich gleich auch noch vorstellen will. Hier sehen wir jetzt ein Video für die ICI-Fließtest-Anleitung. Was brauche ich? Nur eine 10-Milliliter-Spritze und eine Stoppuhr. Ich nehme den Kolben heraus. Dann decke ich die Spritzenöffnung mit dem Finger ab. Und fülle die Spritze mit 10 Milliliter der Testflüssigkeit. Jetzt entferne ich den Finger. Die Flüssigkeit kann herauslaufen und ich warte 10 Sekunden ab. Nach 10 Sekunden verschließe ich die Öffnung wieder, um das Ausfließen zu stoppen. Und jetzt kann ich sehen, wie viel Flüssigkeit übrig geblieben ist. In diesem Fall sind das 2 Milliliter und das entspräche ICI Stufe 1. Also wird die Flüssigkeit als ICI Stufe 1 qualifiziert. Hier sehen wir jetzt mal den Vergleich der ICI Stufen 1 bis 3 simultan. Dazu gibt es relativ wenig zu sagen. Wir haben gerade gesehen, wie das funktioniert und sehen jetzt 3 verschiedene Flüssigkeiten und was von diesen Flüssigkeiten nach 10 Sekunden noch in der Spritze verbleibt. Und wir sehen eben hier entsprechend die Flüssigkeitsmengen, die verbleiben und ermöglichen, dass die Flüssigkeit entsprechenden ICI-Stufen zugeordnet werden kann. Für Stufe 3 kann man den ICI-Fließtest und sollte auch den ICI-Fließtest verwenden, um eben zu verifizieren, dass nach 10 Sekunden zwischen 8 und 10 Milliliter in der Spritze verbleiben. Zusätzlich sollte man aber auch den sogenannten ICI-Gabel-Tropftest verwenden. Dabei erkennt man, dass diese Flüssigkeit langsam durch die Zinken einer Gabel durchtropft und keinen gewölbten Bolus bildet, wie das Stufe 4 zum Beispiel tun würde. Das sehen Sie unten links. Hier bleibt ein gewölbter Bolus auf der Gabel und es fließt allenfalls eine kleine Menge nach unten und es kann hier so ein bisschen was nach unten auch hängen bleiben, aber es kommt nicht zu einem kontinuierlichen Durchfluss durch die Zinken einer Gabel, wie das bei ICI 3 der Fall ist. Auch hierzu ein Video für ICI 3. Und den Gabeltropftest, wie das dann aussieht. Sie sehen, das fließt kontinuierlich durch die Zinken der Gabel durch und behält dann auch anschließend nicht seine Form. Hier sehen wir die Testung für ICI 4, extrem dickflüssig bzw. breiig püriert. Und wir erkennen auf der linken Seite, dass der Bolus in gewölbter Form auf der Gabel verbleibt und dass eine geringe Menge unterhalb der Gabel, kann man das sehen, zwischen den Zinken der Gabel herunterfließen oder heruntertropfen oder klecksen kann und auch so noch etwas nach unten durchhängen kann. Aber es kommt zu keinem kontinuierlichen Fluss durch die Zinken der Gabel. Das würde ICI Stufe 4 dann entsprechen. Genau. Vielen Dank. Jetzt sehen wir hier noch den Löffel-Kipp-Test, den dritten vorzustellenden Test. Wir sehen zunächst mal, das ist für Stufe 4 geeignet. Und wir sehen links oben, dass wir einen Bolus auf dem Löffel haben, der seine charakteristische Eigenform behält. In der Mitte sehen wir, dass der Löffel gekippt wird. Und dann sehen wir auf der rechten Seite, dass der Bolus in Gänze vom Löffel abfließt und
nur noch ein relativ dünner Film am Löffel hängen bleibt. Dieser Löffel-Kipp-Test wird verwendet, um die Klebrigkeit oder auch Adhäsion und die Bindekraft oder auch Kohäsion eines Bolus zu bestimmen. Damit dieser Bolus dann wirklich als IC4 eingestuft werden kann, sollte er genügend Bindekraft, also Kohäsion haben, um seine Form auf dem Löffel zu behalten, sollte aber nicht klebrig sein. Unten sehen wir dann ein Beispiel für einen zu klebrigen Bolus. Auch hier wieder links der Bolus mit seiner eigenen Form auf dem Löffel. Der Löffel wird dann gekippt. Wir sehen, dass ein Teil des Bolus so zum Teil vom Löffel abfließt und dass ein relativ dicker Rest noch am Löffel verbleibt. Dieser Bolus wäre also zu klebrig und würde damit nicht die Kriterien für IC4 erfüllen. Auch dies sehen wir hier jetzt nochmal im Video. Der Löffel-Kipp-Test als Video. Das wäre eine klassische Stufe 4. Der Bolus fließt problemlos ab und behält dann seine Form. Hier sehen wir, wird es schon ein bisschen grenzwertiger, aber es funktioniert noch. Und hier ist der Bolus schlicht zu klebrig und kann nicht mehr vom Löffel abfließen, außer ich wende Gewalt an. Das würde dann die Kriterien von IC4 nicht mehr suffizient erfüllen. Und das war mein Part. Vielen Dank und ich darf an Silke übergeben. Auch ein herzliches Willkommen von mir aus Wien wieder. Wir sind wieder zurück in Wien. Mein Name ist Silke Birken-Neuwert und ich möchte Ihnen jetzt die spannenden Stufen der Pyramide vorstellen. Also Sie sehen schon, es kommt jetzt zu den Stückchen. Stufe 5 zerkleinert und durchfeuchtet. Spannend deshalb, Sie sehen, es geht um die Partikelgröße. Wir haben es schon vorhin gehört im Vortrag, es geht um den Trachea-Durchmesser, der da in dem Fall schon eine Rolle spielt. Die Stückchen sind sehr klein, also 4x4 mm für Erwachsene und 2x2 mm für Kinder. Was ist wichtig? Sie zerkleinert, also die Stückchen haben wir jetzt gesagt, sind einmal das Zerkleinerte, durchfeuchtet. Es muss auch das Ganze kompakt sein und einen kompakten Speisebrei ergeben. Das heißt, es muss Flüssigkeit zugegeben sein. Es darf aber auch nicht zu viel Flüssigkeit dabei sein, damit die sich nicht extra absetzt. Ja? Also es muss weich und feucht sein und die Flüssigkeit darf sich nicht separieren von dem Speisebrei. Wichtiges Kriterium ist auch schon minimales Kauen ist erforderlich. Wenn Sie sich jetzt fragen, naja, super, wie geht das da jetzt mit den Stückchengrößen? Soll ich mir ein Lineal zulegen oder wie mache ich das? Sie sehen das links unten recht gut mit der Gabel. Wenn die Stückchen zwischen die Gabelzinken passen, in diesen Abstand reinpassen, das ist im Normalfall, die Gabeln haben 4 mm Abstand, dann kann ich das recht gut abmessen und da passen die dann genau rein, die Stückchen. Im rechten Beispiel sehen Sie, ist das Stückchen zu groß, das heißt, diese Stückchengröße würde nicht für IC5 zutreffen. Damit es die Stufe IC5 überhaupt, die Kriterien für die Stufe 5 erreicht sind, müssen drei Testungen, der Speisebrei muss drei Testungen durchlaufen. Also Sie sehen einmal erstens den Gabeltest. Das habe ich Ihnen vorher eben gezeigt. Die Stückchen müssen zwischen die Zinken hineinpassen, ja. Das zweite ist, Sie sehen es in der Überschrift, der Gabeltropftest. Das gehört dann noch dazu. Das heißt, wenn ich den Bolus auf der Gabel habe, darf sich eben nicht zu viel Flüssigkeit separieren, wie wir es früher schon gesehen haben, dass eben diese Flüssigkeit zwischen den Zinken durchtropft. Also es muss in sich kompakt und feucht sein. Was hier auch wesentlich ist, wenn, das werden wir jetzt dann gleich im Film sehen, wenn ich auf den Speisebrei drücke, dann darf sich der Fingernageldaum, also der Daumennagel, nur leicht weiß färben. Wenn Sie sich jetzt fragen, was ist damit gemeint, nehmen Sie Ihren Daumen und drücken Sie ganz leicht gegen die Tischplatte und Sie werden sehen, dass sich vorne einfach der Nagel weiß färbt. Also das heißt, wenn ich mit einem Druck drücke in den Speisebrei mit der Gabel, dann darf sich dieser Daumennagel nur ganz leicht weiß färben, also er beginnt sich weiß zu färben. Die dritte Testung, die diese Stufe erfordert, ist dieser Löffel-Kipp-Test, wie wir vorher eben gesehen haben. Das heißt, der Speisebrei muss einfach leicht von der Gabel, vom Löffel fallen. Es soll nicht kleben. Ich darf keine Kraft aufwenden. Es muss sehr von alleine
rutschen sozusagen. Ich möchte es Ihnen jetzt in einem kurzen Film zeigen. So, kommt der Film? Ich versuche es noch einmal. Ah ja, also Sie sehen, ganz leicht draufgedrückt und man hat das jetzt kurz gesehen, die Teilchen haben gut durch die Zinken gepasst. Beim Tropf es tropft nichts, der Bolus bleibt kompakt oben auf der Gabel und man sieht auch gut die kleinen Teilchen. Beim Löffel-Kipp-Test, Sie sehen, es fällt in einem Stück vom Löffel und es bleibt kein Rückstand, also nur ganz ein zarter Film am Löffel zurück. Wie wir es schon gesagt haben, für alle Kulturen passend, das heißt, es gibt den Test auch für Essstäbchen. Die kompakte Masse bleibt zwischen den Stäbchen und es tropft nichts, es fällt nichts durch. Und man kann das Ganze natürlich auch mit den Fingern testen, das heißt, Sie nehmen die Masse zwischen die Finger und wenn man sie ein bisschen hin und her wischt, dann sieht man, es bleibt nichts auf den Fingern und die Stückchen fallen kompakt ab auf den Teller. Die nächste Stufe, IC6, da werden die Stückchen jetzt schon größer. Das ist die Stufe weich und mundgerecht und Sie sehen das auch jetzt oben links. Einmal 1,5 x 1,5 cm für Erwachsene. Kann man sich gut bildlich vorstellen, es ist circa die Daumennagelgröße eines Erwachsenen. Also wenn Sie einen Daumennagel anschauen, haben Sie dann auch schon ungefähr eine Vorstellung, wie groß diese Stückchen sind. Und 8 x 8 x 8 für Kinder Millimeter. Wesentlich ist hier Kauen ist erforderlich und es braucht auch schon Zungenkraft. Ja. Also diese Stufe ist wirklich die Stufe, die versucht zu verhindern, dass es zur Erstickungsgefahr kommt. Wenn sich der Patient bei der Stückchengröße verschlucken sollte, dann passiert das, dass eben das Stückchen in die Trachea hineinfallen kann, aber oben eben nicht die Luftzufuhr verhindern kann, indem es oben drauf liegen bleibt. Also das ist da wirklich so die Sicherheitsstufe. Wie kann ich es da testen? Sie sehen es schon links, der IC-Gabel-Drucktest und da ist auch der Pfeil auf den Daumen, der zeigt auf den Daumen und das ist jetzt genau wieder das, was ich Ihnen zuvor schon erklärt habe. Hier ist es so, hier muss der Druck so stark aufgebaut werden, dass wenn Sie mit dem Daumen gegen die Tischplatte drücken, dass dann wirklich vorne der weiße Halbmond zu sehen ist am Nagel. Ja. Wie kommt man zu der Erkenntnis, dass man sagt, man drückt mit diesem Kraftaufwand? Man hat sich angeschaut, mit welcher Kraft drückt die Zunge gegen den Gaumen im Rahmen des Schluckvorgangs und hat das gemessen und hat gesehen, das entspricht genau derselben Kraft, die ich aufwende, wenn ich eben mit meinem Daumen eben gegen diesen Speisebrei drücke mit Hilfe der Gabel und das ist, da kann ich dann gut messen, wenn sich eben dieser Daumennagel weiß verfärbt. Wichtig ist hier auch in dieser Stufe zu sagen, wenn Sie das gut zerdrücken, ja, so wie in dem Fall jetzt hier die Banane mit der Gabel, und ich entferne dann die Gabel, dann kommt diese Banane nicht mehr in ihre Ausgangsform zurück, sondern sie bleibt zerkleinert. Das ist auch ganz wichtig. Hier wieder ein kleiner Film oder ein kurzer Film. Also wir sehen es anhand des Brokkolis, das geht super. Vielleicht schauen Sie sich, haben Sie gesehen, es war der Daumennagel, hat sich leicht weiß verfärbt. Und beim anderen Stück sehen Sie, da tut sich gar nichts. Das bleibt so im Ganzen und verändert sich gar nicht. Mit den Essstäbchen sehen wir es jetzt noch einmal, kann man es auch gut erkennen, wie super gut sich das zerschneiden lässt, wenn man das so sagen möchte. Also das lässt sich sehr gut zerkleinern und das Gegenstück in der Probe verändert sich gar nichts, also ist zu fest. Und da haben wir noch einmal den Fingertest. Da sieht man es auch recht gut, wie weich das ist, wie leicht es sich zerteilen lässt. Hat man vielleicht noch einmal kurz den weißen Halbmond gesehen am Daumen. Und das Gegenstück ist zu fest. Es passiert nichts. Es bleibt voll in der Form. In der nächsten Stufe sind wir jetzt in dieser 7er Stufe. Sorry, das war ein bisschen zu schnell.
Die vormals, wenn Sie sich erinnern an die Pyramide, war es Normalkost in der ersten Grundstruktur. Jetzt ist es geteilt worden in leicht zu kauen und in Normalkost. Sie sehen auch hier die kleine Abbildung EC7. Da soll man sich bitte nicht irritieren lassen. Das leitet sich aus dem Englischen ab, easy to chew. Es wird auch so bleiben in den Bezeichnungen auf Deutsch. Der Hintergrund ist der, dass die Industrie teilweise, das werde ich Ihnen dann zeigen, auch schon auf ihren Produkten EC-Stufen verwendet. Und damit das dann eben durchgängig ist und international, werden die Kurzbezeichnungen mit den englischen Abkürzungen bleiben. Was ist leicht zu kauen? Warum hat man das eingeführt? Die Idee ist eigentlich dahingehend, dass man gesagt hat, naja, gerade wenn man in der Geriatrie ist oder wenn man mit Patienten arbeitet, die vielleicht von der Aufmerksamkeit nicht so gut sind, die zu hastig essen, zu schnell essen, Probleme mit den Prothesen haben, die Zähne sitzen nicht richtig oder gar keine Zähne im Mund, braucht man auch so ein bisschen eine Stufe, wo man sagt, okay, den Patienten kann man auch was Weiches anbieten und da auch wieder genau dann definieren, was ist weich in dem Fall. Also Sie sehen, es sind wirklich normale, weiche, zarte Konsistenzen in dem Fall. Man kann in Wirklichkeit alles essen. Wichtig ist, es gibt keine Stückchenbeschränkung. Also es ist da egal, wie groß die Stückchen sind. Wichtig ist eben, dass nichts zu Festes, keine Samenkerne, harten Teile, fasrigen Teile dabei sind. Und was hier auch besonders zu erwähnen ist, und das möchte ich darauf hinweisen, wenn Sie meinen Pfeil jetzt sehen, also diese gemischten Konsistenzen sind hier wichtig, die können hier natürlich zum Einsatz kommen. Ja, das heißt, flüssige und feste Konsistenz in einer Speise, ich gebe Ihnen ein Beispiel, zum Beispiel Nudelsuppe oder Kompotte, ja, die können hier in dem Fall aber eingesetzt werden, weil es einfach nur eine Erleichterung ist eben für den Patienten, wenn es um die Weichheit geht an sich. Denn als Testeinsatz kann man hier genauso den Gabel- oder den Löffeldrucktest anwenden. Sie erinnern sich, hier haben wir es auch wieder mit dem Halbmond, ja, wenn Sie auf die Speise drücken. Und wichtig ist auch, dass wenn das geteilt wird, das Stück, dass es wirklich nicht mehr in seine Ursprungsform zurückkehrt, sondern es bleibt geteilt. Sie sehen es auch, Sie können es auch hier, wie auf dem Bild sieht man es gut, mit einer Gabel teilen. Das heißt, wenn ich die Gabel seitlich durch den Fisch durchdrücke, dann zerschneidet das ganz einfach mit ganz leichtem Druck den Fisch in dem Fall. Also das heißt, ich kann die Speisen mit leichtem Druck ganz gut zerteilen. Das heißt, der Patient kann das auch dann mit seinem Zungendruck ganz gut durchführen. Die weitere Stufe zu 7, also die sich ja teilt, ist dann die Normalkost. Also hier gibt es keine Beschränkungen, hier kann alles gegessen werden. Es gibt auch keine Konsistenzbeschränkungen oder eben gemischte Konsistenzen. Alles darf eingesetzt werden. Wichtig ist hier zu sagen, bei Kindern natürlich ist die Normalkost dem Alter entsprechend anzupassen. Transitionale Lebensmittel, wurde schon kurz angesprochen, das sind eben Lebensmittel, die eben ihre Textur verändern im Mund. Ja. Also es wurde auch schon das Beispiel erwähnt mit dem Speiseeis. Ich glaube, das kann man sich gut vorstellen. Ich möchte Ihnen aber auch noch so Beispiele geben, wie zum Beispiel Salzgebäck. Also es gibt ja so Kekse oder man kennt es vielleicht auch von Babykeksen, die ja regelrecht im Mund zerrinnen, wenn man sie in den Mund nimmt. Ja. Das versteht man unter den transitionalen Lebensmitteln. Wichtig ist hier, Zungenkraft und Beweglichkeit ist erforderlich, um eben diese Konsistenzveränderung dann handhaben zu können. Und es ist wirklich so eine Stufe, die eben zwischen 5 und 7 angewendet wird und hauptsächlich auch fürs Training angewendet wird, also in der Therapie. Ja, ich möchte Sie jetzt noch darauf hinweisen, alles, was Sie jetzt gesehen haben, gehört haben, auch sämtliche Filme, können Sie natürlich von dem ITZ-YouTube-Channel herunterladen. Die sind frei zugänglich. Es ist auch wichtig zu sagen, Sie dürfen die auch verwenden. Also sie dürfen nicht verändert werden. Ich glaube, das ist klar. Aber grundsätzlich dürfen die verwendet werden für zur Weitergabe in Ihren Teams oder wo auch immer. Da können Sie eben auch dieses Webinar, das jetzt immer stattfindet, können Sie auch dort runterladen oder nachhören.
Was gibt es noch? Es gibt die Webseite, die wurde schon einmal angesprochen. Hier können Sie natürlich die Grundstruktur herunterladen. Jetzt, Sie sehen hier die Oberfläche der Website, gibt es natürlich, da kann man es dann reinschauen in die Übersetzungen, und da gibt es für sämtliche Sprachen. Es gibt auch schon für etliche Sprachen, wo es übersetzt worden ist. Einige sind noch eben in Arbeit, und da kann man fündig werden zu allen möglichen Ressourcen, die ICI anbietet. Möchte ich Ihnen jetzt noch kurz zeigen. Also so schaut jetzt eben diese ICI-Grundstruktur aus, das Paper, und das können Sie, wie gesagt, in kompletter Form mit allen Erklärungen und mit allen Evidenzen natürlich gerne herunterladen und verwenden. Es gibt auch, was ganz nett ist für die Praxis, es gibt auch so Referenzkarten und zu den Testmethoden. Das heißt, Sie sehen, das ist vielleicht ganz praktisch hier auf der rechten Seite, da haben Sie oben schon wirklich auch wie ein Lineal aufgedruckt. Sie haben ungefähr die Größen, also drauf, wie groß die Stückchen sein müssen. Sie haben die einzelnen Testverfahren drauf und das alles auf einem Blatt sozusagen. Das heißt, es ist recht gut für die Praxis, können Sie sich alles runterladen von der ICI Homepage. Hier ist vielleicht noch zu sagen zu den Referenzkarten. Es ist auf der Homepage so, dass die Länder Deutschland, Österreich, Schweiz extra angelegt sind. Momentan sind die Unterlagen, die deutschen Unterlagen, überall gleich drinnen. Also sie haben keine, also sind gleichwertig drinnen. Der Plan ist aber generell, dass man die Idee hat, dann das doch ein bisschen so, gerade bei Speisenauswahl, Speisenbezeichnungen, dann so ein bisschen länderspezifisch zu machen, damit man da ein bisschen einen besseren Zugang findet, wenn man dann wirklich mit dem Patienten arbeitet, damit man sich da ein bisschen leichter tut. Ja, dann gibt es auch eben diese Referenzkarte, da haben Sie es noch einmal komplett zusammengefasst, alle Stufen mit Beschreibungen. Hoppala, sorry, das war zu schnell. Der Computer war da ein bisschen. Entschuldigung, wo Sie noch einmal die Testanleitungen finden und zugleich die Stufen und die Erklärungen mit im groben Überblick. Also ich glaube, das ist recht gut eben auch für den Arbeitsalltag. Hier die Seite noch, wie ich schon angesprochen habe, es gibt natürlich in der Industrie schon Industriepartner, die haben teilweise schon die ICI-Stufen abgebildet. Also hier ist ein kleiner Auszug, vielleicht ist das ein oder andere Ihnen schon bekannt oder haben Sie es eh schon gesehen. Da möchte ich gleich drüber springen und möchte Ihnen noch was vorstellen, und zwar die ICI-App für unterwegs. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, gut, ich bin in der Freiberuflichkeit, bin nicht am Stand-PC, kann mir nicht immer alles runterholen und ausdrucken. Also es gibt auch für Android und iOS, sorry, die Möglichkeit im App Store, sich die App runterzuladen, und hat das eigentlich dann immer bei sich und kann immer vor Ort nachschauen und kann sich die Informationen zu den Testungen oder zu den Inhalten runterladen und vor Ort begutachten. Und wenn Sie sagen, gut, es interessiert mich, was gibt es Neues bei ICI, was sind neue Erkenntnisse, Entwicklungen? Sie haben auch die Möglichkeit, sich anzumelden zum eByte Newsletter. Das heißt, einfach reinklicken, sich einschreiben, und Sie bekommen regelmäßige Informationen von ICI und was sich so tut. Und da sind Sie eigentlich dann immer am Laufenden. Ich möchte mich hier dann noch einmal kurz bedanken, auch für die Unterstützer, unsere Sponsoren nochmals, die dieses ganze Projekt getragen, mit unterstützt haben, und möchte mein Wort weitergeben an den Björn Degen. Ja. Vielen Dank, Simon, Matthias und Silke, für eure Ausführungen, und natürlich auch vielen Dank an das gesamte ICI-Team, ICI-Board für die Unterstützung. Sie haben jetzt die Möglichkeit, über die Q&A bzw. F&A-Funktion in Ihrem Zoom-Fenster Fragen zu schicken, die wir versuchen werden, nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Und solange Sie Zeit nutzen, diese Fragen zu schreiben, möchten wir noch kurz anmerken, Sie sind herzlich eingeladen, wenn Sie Interesse haben an zukünftigen ICI-Projekten, mitzuarbeiten, und genauso auch, wenn Sie Ideen, Fragen für weitere Aktivitäten oder Aktionen haben, diese mit uns bzw. mit ICI zu teilen, um diese Grundidee hinter ICI weiter auszubauen.
Es kommen ein paar Fragen rein und gleich die erste, die sich vielleicht auch an Silke richtet, und zwar, wie verhält es sich mit Puddinghaut zum Beispiel oder Ähnlichem? Ja. Puddinghaut ist natürlich, wenn Sie jetzt auf die Stufe, das zielt ja meistens auf die Stufe 4 ab, also ist natürlich nicht möglich, ja, weil die Haut, das setzt sich ab, und wenn man das jetzt testen würde, beziehungsweise wenn Sie sich selber dran, wenn Sie dran denken, Sie essen Pudding und Sie haben die Haut drauf, was passiert mit dieser Haut? Die klebt sich am Gaumen fest, ja. Also das sollte auf keinen Fall, Puddinghaut sollte auf keinen Fall drauf sein, sage ich jetzt einmal, auf einem Dysphagie-Pudding. Vielleicht kann ich da noch einhaken, Silke, oder ergänzen. Als Lösung hat sich da oft auch angeboten, eben die Puddings in der Herstellung abzudecken, sodass quasi nicht durch die Oxidation sich die Haut bildet, sodass quasi da möglichst wenig Luft ist. Und wenn man die Puddings abdichtet oder eben mit einer Folie abdichtet, dann kann man so ein bisschen diese Hautbildung auch entgegensteuern. Darf ich noch was ergänzen? Oder man schaut einfach, dass die Pudding generell homogen sind, dass man sie einfach ein bisschen weicher kocht. Also Sie kennen das vielleicht von so einer Vanillesoße oder so. Ja. Also wenn die ein bisschen flüssiger sind, dann setzen sie auch nicht so leicht eine Haut an. Okay, vielen Dank. Dann eine Frage richtet sich, beziehungsweise die haben wir jetzt mehrmals schon bekommen, und zwar geht es um die Spritzenmodelle. Dazu ja, da kann ich vielleicht ganz kurz etwas dazu sagen. Das ist eine wichtige Frage. Man kann diese Spritzen im Fachhandel beziehen. Es gibt dafür einen Code, der lautet für Europa 305959. Das ist der Code für die Spritzen, die für EC geeignet sind, die also auch diese 61,5 Millimeter Skalenlänge von 0 bis 10 Zentimeter, 0 bis 10 Milliliter aufweisen. Und falls das irgendwie nicht funktionieren sollte, gibt es auch den Code für Nordamerika. Das wäre die 303134. Also eigentlich sollte man diesen letzteren Code für Europa nicht benötigen. Ich wiederhole nochmal den für Europa. Das ist der Code 305959. Darüber sollte das zu beziehen sein. Okay, vielen Dank. Eine weitere Frage oder ein Kommentar. Und zwar, wie verhält es sich mit Kräutern? Bei welchen Stufen dürfen Kräuter enthalten sein? Beziehungsweise, wie verhält es sich damit? Ja, also ich kann dazu sagen, wenn die Kräuter, also Kräuter wird sie klassischerweise auf den Speisen auf keinen Fall, da wird das nicht funktionieren. Aber wenn, da lasse ich mich jetzt gern von meinen Logopädenkollegen korrigieren, wenn es kompakt in der Masse ist, ja, ist es sicher kein Problem. Ich sage jetzt einmal als Beispiel, Sie kennen vielleicht einen Frischkäse, der kompakt ist, oder Topfenquark. Und wenn da drinnen die Kräuter gut in die Masse eingebunden sind, müsste das grundsätzlich kein Problem sein. Simon, willst du was dazu sagen? Ja, Kräuter sind immer so eine, glaube ich, eine schwierige Entscheidung. Ich wäre da bei dir. Es ist, glaube ich, immer dann im Einzelfall oder auch irgendwie von der Speise zu entscheiden. Die Definitionen prinzipiell, glaube ich, von ITZI sagt natürlich bis Stufe 4 einfach homogen, und darin muss sich das dann einfach auch finden. Also wenn man da wirklich die Homogenität nach wie vor gewährleisten kann, dann glaube ich, ist es in Ordnung, wenn man merkt, eben die Kräuterpartikel sind einfach zu groß, sind zu separiert, dann würde ich das auf jeden Fall erst ab Stufe 5 prinzipiell zulassen. Also da geht es, glaube ich, um eine Auditierung, um eine regelmäßige Kontrolle. Was wir so aus der Praxis oft auch
angepasst haben, um eben vielleicht auch diesem optischen Aspekt von Kräutern noch näher zu kommen, ist eben über eine püriertes, zum Beispiel ein püriertes Pesto, also diese Grüne auch in der Optik zu erhalten und um hier irgendwie eine Struktur auch in die Suppe zum Beispiel zu bekommen. Gerade wenn man von Cremesuppen redet, dann weiß man, die sind oft in der farbigen Gestaltung zum Beispiel oft einmal echt ja, nicht so ansprechend. Das heißt, da kann man vielleicht auch mit anderen Farbklecksen arbeiten, die aber eben jetzt keine per se Partikel sind, sondern eben auch in sich wieder eine homogene Creme. Vielen Dank. Eine Frage haben wir zum Gabeltest, und zwar ist es richtig, dass der Gabeltest und der Essstäbchentest simultan verwendet werden können? Ja, ist richtig. Also wie wir es gesehen haben im Film, ja. Das heißt, da ist es ja darum gegangen, dass der Bolus drauf bleibt. Also in dem Fall, dass es wirklich der kompakte Bolus bleibt. Das war in dem Fall der Sinn des Essstäbchentests eigentlich. Und beim Gabeltest ist es darum gegangen, um die Partikelgröße zu bestimmen. Also auch, wie wir es gesehen haben im Film, zuerst die Partikelgröße und dann eben, dass der Bolus auf der Gabel bleibt. Die Frage ist natürlich, in den Kulturen, wenn ich mit Essstäbchen esse, ja, dann, ja, ich würde sagen, ja, ist simultan zu verwenden. Die Frage, dann brauche ich dann noch den Gabeltest, meinst du? Genau. Ja, wobei die Stückchengröße müsste man ja trotzdem dann bestimmen. Aber das könnte man auch mit dem Lineal machen. Aber wenn ich das kurz ergänzen darf, ich glaube, dass es nicht so gemeint ist, dass sozusagen immer der Gabel- und der Stäbchentest durchgeführt werden müssen. Nein, sondern das hängt tatsächlich von dem Gebiet ab, wo ich eben bin, und von der Esskultur. Mhm. Das heißt, der Stäbchentest kann alternativ zum Gabeltest eingesetzt werden, wenn keine Gabel zur Verfügung steht, und umgekehrt. Aber die meisten Tests sind ja so empfohlen, dass alle Tests für eine Konsistenz durchgeführt werden sollen, damit man hinreichend sicher ist, dass es sich um diese Konsistenz handelt. Beim Gabel- oder Stäbchentest ist es, glaube ich, auch so gemeint, dass eben je nachdem, wo ich bin, verwende ich entweder den einen oder den anderen. Ja. Das ist auf jeden Fall so. Prima, vielen, prima. Entschuldigung, prima. Entschuldigung. Vielen Dank für die Rückmeldungen, die Diskussion. Ganz kurz auch noch ein Kommentar von einem Teilnehmer, wenn es darum geht, ein bisschen Farbe in die vielleicht etwas eintönige Kost manchmal zu bringen, und zwar Kürbiskernöl, zumindest für pikante, herzhafte Speisen, um ein paar Farbtupfer drin zu haben, und Kräuter zu. Ja. Also generell Kräuteröle kann ja, man auch. Genau. Ja. Okay. Einige Fragen richten sich in Richtung Implementierung, ob es Kliniken, Einrichtungen gibt, die das bereits implementiert haben, beziehungsweise nach konkreten Beispielen wahrscheinlich auch mit der Frage oder mit der Grundidee, sich Feedback zu holen oder ja, Unterstützung zu holen. Gibt es dazu Informationen? Ich kann vielleicht ein paar Worte zur Situation in Österreich sagen. Vielleicht weiß Matthias ein bisschen mehr von Deutschland. In Österreich ist die Situation so, dass es einige Häuser gibt, die schon daran arbeiten, die quasi darüber nachdenken. Und es gibt auch einige Häuser, die es schon bis zu einem gewissen Grad auch implementiert haben. Die Implementierung ist auf jeden Fall ein wichtiger und essentieller Punkt, auch in der Herangehensweise. Ich denke, die Implementierung ist nichts, was so nebenher läuft, sondern wo es einfach auch von, denke ich mal, GeschäftsführerInnen-Seite einmal ein grundsätzliches Commitment braucht, dass eine Implementierung das Ziel sein soll. Und dann einfach wirklich in einem Rahmen vom Projekt auch sich dafür Zeit nehmen. Also die Vorgaben von ITSI, von der Homepage, die Zeiten, da gibt es Ressourcen, da gibt es auch Implementierungsleitfäden, es gibt Implementierungszeitpläne für die unterschiedlichsten Berufsgruppen, für die Küche, für die
therapeutische Seite, für die pflegerische Seite. Die sind mit einem Jahr angegeben. Das halte ich jetzt, und da korrigiert mich da, für ein sehr ambitioniertes Ziel, ein mögliches Ziel, aber ein ambitioniertes Ziel. Ich denke mir, das wird oft zwischen, ja, über ein Jahr hinausgehen. Und da hoffen wir, dass wir zumindest, so, denke ich, oder auch im deutschsprachigen Raum vielleicht auch als Ansprechpartner, als Vermittler fungieren können, um auch ein bisschen Erfahrungen auszutauschen und hier auch mehr noch in den Diskurs zu gehen, um eben auszutauschen, wie geht es in den unterschiedlichen Häusern, was entstehen für Probleme. Silke, bei euch im Haus, ist es quasi am Weg? Ja, kannst du da berichten? Entschuldigung, wenn ich das vielleicht ein bisschen abkürzen würde, weil wir ein bisschen auf die Zeit schauen müssen und es noch zwei konkrete Fragen gibt. Und zwar eine Frage geht darum, wie es sich mit sehr scharfen bzw. sehr süßen Speisen verhält. Ich denke, das ist kurz zu beantworten. Matthias, Silke? Es spricht aus meiner Sicht. Also kann ich jetzt ehrlich gesagt aus ärztlicher Sicht relativ wenig sagen, weil die Frage des Scharfen und des Süßen ja jetzt nicht primär eine Frage der Konsistenz ist, sodass das eigentlich aus meiner Sicht jetzt nicht unmittelbar in das ITSI-Gebiet reinfällt. Aber es gibt sicherlich aus logopädischer Sicht und sprachtherapeutischer Sicht eine ganze Menge Erfahrung, was man mit scharfen und süßen Speisen, wie sich das hat ja eine Menge Implikationen auch auf die Schluckphysiologie, auf die Speichelbildung und so weiter. Vielleicht könnte man dazu noch kurz was ergänzen. Scharf ist ja, werden ja die Schmerzrezeptoren angesprochen. Und beim Süßen ist es so, da glaube ich, ist vielleicht was vielleicht so ein bisschen auch auf die Frage abzielt, wenn die Speisen kühl sind, dann triggern sie ja den Schluckreflex eher. Das heißt, es hat jetzt in dem Sinn, so wie es der Matthias sagt, vom Schlucken her Süße, also aus diätologischer Sicht natürlich, wenn Komorbiditäten bestehen, ist es natürlich nicht so günstig mit den viel Süßes, aber prinzipiell vom Schlucken selber und ja, vom ITSI kein Thema, so wie es gesagt wurde. Ja, vielen Dank. Und dann haben wir noch eine abschließende Frage, und zwar: Beim Testen sind sehr viele Beilagen aufgrund der Klebrigkeit durchgefallen. Wie wird damit umgegangen, beziehungsweise welche Alternativen oder welche Möglichkeiten aus der Praxis? Könnt ihr berichten? Ich glaube, da kommt es wirklich immer darauf an, wie die Rezeptur ist. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so die Herausforderung jetzt an unsere Berufsgruppe und an diese gemeinsame Arbeit noch mit der Küche, Rezepturen zu entwickeln. Ich denke, dass gerade bei den Beilagen aufgrund der Stärke ist natürlich die Klebrigkeit extrem ist und es dadurch auch durchgefallen ist, speziell wahrscheinlich bei der Stufe 4 nehme ich jetzt an, dass es dahin abzielt. Also da kann man schon ein bisschen arbeiten, indem man vielleicht eben, sage ich jetzt einmal, Milchprodukte einarbeitet oder ein bisschen mehr Fett einarbeitet, damit eben die Speisen rutschiger werden, um es jetzt so zu sagen. Also das wäre eine Möglichkeit. Aber da ist es wirklich, da sind wir wirklich noch am Anfang und ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial und sehr viel Testung und Erarbeitung von Rezepten erforderlich und das wird uns sicher noch länger begleiten. Genau, ich denke, das ist ein guter Schlusskommentar. Vielen Dank, Silke, der auch ein bisschen zusammenfasst, warum es ITSI und diese gesamte Idee und Grundstruktur überhaupt gibt, um einfach auch ein Stück weit eine gemeinsame Sprache zu sprechen und auch da zusammenzufinden, Dinge zu überdenken. Es sind leider ein paar Fragen offen geblieben. Wir werden versuchen, diese zusammenfassend zu beantworten. Wir möchten Ihnen sehr für Ihre Teilnahme danken. Wenn Sie mitarbeiten möchten, wie gesagt, bitte melden Sie sich gerne. Das Webinar wird im ITSI-YouTube-Kanal verfügbar sein in ein paar Tagen zum Nachschauen und Teilen, genauso wie die anderen Materialien, Videos, Testvideos etc. auch. Und wir
freuen uns, die zweite Version fertiggestellt zu haben, fertig übersetzt zu haben und freuen uns, Sie im Herbst vielleicht wiederzusehen für eine zweite oder fortführende Ausgabe. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Danke. Tschüss.